herzlich willkommen in unserem aktuellen Video. Ich bin Jürgen Seibold, Heilpraktiker aus Bremen und ich zeige euch heute was ganz Besonderes. Alte asiatische Methoden, um die Faszien zu behandeln. Jin Gu Fa. Sabine hier möchte gerne diese Methode ausprobieren und so habe ich die Möglichkeit, euch auch gleich zu demonstrieren, was es damit auf sich hat. Natürlich, wie vor jeder Behandlung, machen wir erst eine Anamnese und eine Untersuchung, die ich jetzt mal eben andeute. Roll mal deinen Kopf ein. So Sabine, wir fangen jetzt erstmal an, deinen Körper schön zu lösen, dass die Faszien sich entspannen können und die Muskeln mit einem heißen Kräuterstempel. Wie ist die Temperatur? Gut. Diese Stoffsäckchen in Öl sind gefüllt mit asiatischen Kräutern. Mit diesen heißen Kräuterschnäppeln kann ich den Körper gut vorbereiten, schon mal auf die folgende Behandlung. Die Durchblutung wird gefördert, die Faszien werden weich, die Muskeln werden geschmeidig, es wärmt. Wie fühlt es sich an, Sabine? Sehr entspannend. So, und jetzt kommen die verschiedenen Techniken für die Faszien. Und zwar sowohl Rolltechniken. Das ist quasi die Vorgängerversion und altbewährte Version der Faszienrolle. Mit dem Stock habe ich den Vorteil, dass ich auch festsitzende Verspannungen lösen kann, wo mein Finger letztendlich dann auch schon Probleme hätte. Durch Klopftechniken kann die Durchblutung angeregt werden und es gibt Impulse auf die Faszien, die müssen auf dieses Klopfen reagieren. Und das kann durchaus ein bisschen auch ziepen, aber zwischendurch kitzelt es auch, auf jeden Fall wird der Organismus angeregt. Durch rhythmisches Beklopfen kann man auch Gelenke lösen. Sabine, wie fühlt sich das für dich an? Sehr angenehm. So, die Kräuterstempel sind in heißem Kokosöl eingelegt. So, und nach der Klopf- und Rollmassage wird alles wieder entspannt mit heißen Stempeln. Temperatur in Ordnung? Ja. Sabine, wie fandst du das jetzt? Sehr angenehm. Es hat sich einiges gelöst und ich fühle mich entspannt. Wunderbar. Jetzt zeige ich Sabine noch, was sie mit einem Rattanstock, das ist ein Rattanstock, die sind sehr flexibel, werden traditionell wie auch Bambusstöcke für so etwas benutzt, was sie damit zu Hause selber machen kann. Die Länge ist ungefähr die eines Eskrima-Stockes, könnt ihr mal gucken, unter Kampfkunstartikel, weil die nimmt man auch für Kampfanwendung. So, und ich zeige jetzt mal, was wir damit tun können. Also, wir können zum Beispiel die Beine damit ausrollen und damit die Faszien lösen. Wie eine Faszienrolle kann man das benutzen. Die Innenseiten auch. Ja, genau, man kann auch beide Beine gleichzeitig. Ja? Natürlich kann man auch den Waden ausstreichen. Das heißt, man kann sowohl wie hier rollen, als auch reiben Schienen. Genau. Auch geeignet für den Rücken. Hier immer wieder so eine Schiebetechnik, dass man hier den Rücken gut abschieben kann. Hier kommt man eher schlecht dran, es sei denn mit dem Stock. Das heißt, ich kann mich hier ausklopfen. Verspannung ausklopfen. Dadurch, dass der Stock sehr leicht ist, ist das sehr angenehm. Und kann natürlich in den Nacken auch eine Rollschiebeanwendung machen. Ja, mach nochmal den Nacken. So, genau. Und spann die Schultern
Und schau mal, dass du hier in die Muskeln reinkommst. Oh ja. Ja. So, und zum Abschluss können wir noch ein paar Übungen machen für die Faszien. Einleiten zum Lockern, erstmal ein bisschen schütteln. Wir deuten das mal hier ein bisschen an, dass wir den ganzen Körper durchlockern für zu Hause. Gedacht, diese Übungsmethodik. Dann können wir ins Dehnen gehen, das heißt, dass wir die Beinrückseite dehnen. Hier können wir sogar nochmal den Stock einsetzen. Ja, schau mal, dass der Fuß nach vorne zeigt, die Ferse nach hinten. So, ich hier gut reinsetze, das Becken ausrichtest und jetzt die gesamte Rückseite löst den Kopf. Nochmal den Kopf lösen, dass du gleichmäßig die ganze Rückseite gedehnt kriegst hier. Wunderbar. Und jetzt kannst du hier quasi mit dem Stock nochmal ein bisschen Widerstand geben. Hier nochmal lösen. Schlag ein. Ja! Vielen Dank für das Gucken unseres Videos. Wenn euch interessiert, wo das Ganze herkommt, ich habe einen Artikel dazu geschrieben über diese alten asiatischen Faszientherapien. Ich verlinke das unten in der Videobeschreibung. Lasst uns gerne ein Abo da, gerne einen Daumen hoch und postet doch gerne in den Kommentaren, falls ihr schon mit Faszientherapien auf diese Art zu tun hattet, wenn ihr im asiatischen Bereich unterwegs wart, wenn ihr noch weitere Informationen habt. Ich entwickle solche Sachen gerne weiter. Und ich danke erstmal Sabine und euch sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.